Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich, denn ich habe mir die Catrice Surprise Box bei Rossmann bestellt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box kann man immer mal wieder online erstehen. Ich habe die auch schon ein paar Mal ausgepackt, auch von anderen Marken. Und dieses Mal ist es mit Catrice Produkten befüllt. 22 Stück sollen hier enthalten sein mit einem Gesamtwert von 91,88 €. Und diese Box kostet 29,99 €. Ich würde sagen, wir schauen mal rein, denn das waren jetzt die Randfakten dazu. Ich habe die schon von Wet n Wild ausgepackt, von Physicians Formula, von Love. Essence hatte, glaube ich, hatten die auch schon mal eine? Catrice hatte auch schon die eine oder andere. Moped entfernt. Ich mache auf diesem Kanal super viele Unboxings, Hauls, Reviews und so weiter, Schminkies. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, klick hier einfach auf den Abo-Button. Dann bist du nämlich Teil meiner Welt und kannst mich täglich verfolgen quasi. Wir haben als allererstes hier immer so einen Flyer mit dabei. Da sind die Produkte quasi, diese Inhaltsstoffe, Milliliterangaben und so weiter aufgeführt. Meine Box ist wohl ein bisschen verrutscht. Wir sehen Krüppelpapier, wir sehen Produkte. Ich bin sehr gespannt. Also die sind meistens immer so befüllt mit Produkten, die so aus dem Sortiment gegangen sind oder aus dem Sortiment gehen. Also da sind jetzt nicht die neuesten Produkte, die Catrice im Sortiment hat. Also das kann man sich abschminken. Aber dafür sind die halt richtig krass reduziert. Finde ich eigentlich ganz cool. Und wir starten einfach mit dem, was mich wahrscheinlich am wenigsten flashen wird. Denn diese Palette haben wir in jeder Catrice Surprise Box mit drin, weil die wahrscheinlich niemand haben wollte. Zusätzlich ist es halt auch irgendwie so eine Palette, die man bekommt, wenn man diese Amazon Surprise Boxen bestellt. Die kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Das ist diese Color Correcting Palette. Da nimmt man halt diese unterschiedlichen Farben für unterschiedliche Geschichten. Grün neutralisiert Rötungen. Warte, hier steht es irgendwo. Da steht es auf Deutsch. Lavendel gleicht Gelbstiche und fahle Haut aus. Gelb korrigiert Augenringe und blaustichige Stellen. Rosa hält Augenschatten für hellere Hauttypen auf. Peach hält Augenschatten für dunklere Hauttypen auf. Und das ist halt so eine Palette. Da hat Catrice sich wohl irgendwann gedacht, dass das mega geil wäre, aber irgendwie gefühlt kaut die nicht so gut an. Das sind so Creme-Produkte. Naja. Okay, ist nicht schlimm. Wir haben hier meistens auch sehr viele Nagellacke und Lippenprodukte drin. Ich persönlich mag super gerne Nagelprodukte, denn ich trage immer, jetzt mittlerweile vor allem, 10 verschiedene Lacke an meinen Fingernägeln und auch an meinen Fußnägeln mittlerweile. Das hier ist jetzt so eine, ja, recht langweilige Farbe, die wahrscheinlich eher weniger bei mir bleiben wird. Das ist Catrice More Than Nude und hier habe ich die Farbe 04 Shimmer Pinky Swear. Eigentlich eine super schöne Sommerfarbe, ne? Das kann man sich schön als nudige Farbe auf die Nägel machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch eine Farbe sein könnte, die meine Mom sehr cool finden wird. Und wenn ich die hier so ins Licht halte, sehe ich auch so Schimmerpartikel da drin, so ein Pearly-Schein. Ist schon hübsch, ne? Also definitiv eine Farbe, die sehr gut ankommen wird, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob ich euch die Preise hierzu einblenden werde. Ich glaube, wir verlassen uns einfach mal auf die Angabe von Catrice, weil die letzten Boxen haben halt auch immer super performt. Deswegen, wir glauben dem Ganzen mal. Dann habe ich hier noch die Crystallite Rose Quartz Eyeshadow Palette. Das ist, glaube ich, auch aus dem Sortiment genommen worden. Die hatte ich mal da. Ich fand die nicht so bombastisch, um ehrlich zu sein. Das heißt, die werde ich auch demnächst mal verlosen. Hier ist noch Krüppelpapier drin, weil die von der Pigmentierung her nicht so bombastisch war. Ich weiß, dass einige die ausprobiert haben und die ganz geil fanden. Aber ich bin halt auch kein Fan von dieser Fändchenanordnung und so. Keine Ahnung, das hat mich halt einfach so ein bisschen getriggert. Aber finde ich nicht schlimm. Also für mich ist es halt immer sehr lohnenswert, diese Boxen zu holen, weil ich dann halt einfach Produkte habe, die ich in individuell befüllte Beautyboxen packen kann, in Verlosungen, in Tauschpakete und so weiter. Ne? Das ist dann ganz praktisch. Oder halt zum Weiterverschenken. So, wenn ich es nicht selber haben will. Die drei Produkte sind zum Beispiel etwas, was ich nicht behalten möchte. Mal gucken, was überhaupt bei mir bleiben wird. Ja, hier haben wir künstliche Wimpern. Auch die werden weiter wandern. Das sind magnetische mit Volumeneffekt. Magnetic Accent Lashes. Reusable, easy to apply, no glue needed. Und die sollen magnetisch halten. Da kannst du dir quasi die eine Geschichte auf die Wimpern legen und dann von unten das andere dran klipsen. Und dann hast du da halt dein Volumengedönsen. Ich habe ein mega geiles Wimpernserum. Ich habe tolle Mascaren. Und damit
mache ich halt ein natürliches Ergebnis, so wie es jetzt hier ist. Ich habe das schon mal ausprobiert, als ich ein Fullface Beauty Boxen geschminkt habe, dass ich dann von Ailur, glaube ich, so Dreiviertelwimpern draufgetragen habe. Ich muss halt einfach gestehen, dass ich keinen großen Unterschied sehe, ob ich jetzt künstliche Wimpern verwende oder meine eigenen halt entsprechend tusche. Und deswegen mache ich das einfach lieber, dass ich meine eigenen Wimpern verwende. So, ich hoffe, ich finde hier irgendwas drin, was ich behalten möchte, Leute. Das ist ja gerade ein bisschen traurig. Ich buddel mal ein bisschen tiefer. So, hier haben wir etwas, was ich glaube ich noch gar nicht besitze. Clean ID, vor allem Clean ID, das ist ja diese saubere Reihe von Catrice. 84% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Das ist vegan, Lichtschutzfaktor 15 bei einem Bronzer, ja läuft. In der Farbe 010 Light Medium. So, der wird bleiben, weil den habe ich noch nicht. Das ist doch mal nice, oder? Guck, das ist relativ neu, aber auch nur relativ. Love Your Skin. Guck, das ist doch ein schöner Bronzerton. Das gefällt mir. Swatchen wir mal. Könnte tatsächlich auch sehr, sehr gut funktionieren, weil ich bin ja auch ein sehr heller Ton. Oder fühlt sich schon cremig an. Das ist ja schön. Schöner Bronzer. Wird ausgetestet. Siehste? So, hat sie endlich mal was gefunden, was sie behalten will. Unglaublich. So, was haben wir hier? Ein Eyeliner, sehr schön. Catrice Calligraph Ultra Slim Eyeliner Pen in der Farbe Blackest Black. Ja, Eyeliner ist auch immer ein Träumchen für mich. Ich mag gerne Eyeliner tragen. Das macht einfach nochmal so ein bisschen mehr Schwung rein. Heute trage ich zum Beispiel einen Türkisen. Wahnsinn. Und das hat eine sehr präzise Spitze. Das finde ich schön. Der wird auch bleiben. Eyeliner verwende ich nämlich täglich und das ist gut. Kann ich gut gebrauchen. Dann habe ich hier etwas drin, auch das wird bleiben. 90% der Menschen, die es benutzt haben, bestätigen härtere Nägel, schön. Catrice Iron Strength Nail Hardener, das ist einfach ein Nagelhärter. Den kann ich dann vor allem auf meinen Fingernägeln sehr gut gebrauchen, weil die doch sehr, sehr brüchig sind. Ich weiß jetzt nicht, achso, bei 50 Frauen wurde das entsprechend getestet, das ist ja schon nett. Also ich würde das einfach... hier steht drauf, Anwendung zweimal die Woche. Also ich würde es tatsächlich als Basecoat auch irgendwie verwenden. Ich glaube, das kann man bestimmt auch machen, oder? Dass man dann das erst drauf macht, dann mache ich mir die Farbe drauf und dann mache ich mir einen Topcoat drauf. Machst du nicht zweimal in der Woche drauf? Aber, oder ist das wie ein Öl? Muss ich mal gucken. Ich kriege das schon gebacken. Aber Nagelpflege mag ich tatsächlich sehr gerne. Hier haben wir noch so ein More Than Nude. Ich weiß nicht, ob das mal irgendwie... Hä? Ist das der gleiche? Ja, das läuft ja. Das läuft ja bei euch, Leute. Das läuft ja. Zweimal den gleichen reinpacken, finde ich natürlich irgendwie Banane. Das ergibt nicht so viel Sinn für mich, aber gut. Dann habe ich hier eine Mascara drin. Sehr schön, die Iconista. Vielleicht wird die jetzt besser bei mir funktionieren, wenn ich diese mit dem Wimpernserum, die verlängerten Wimpern habe. Ich hatte die mal und fand die zu wenig einfach. Ich weiß gar nicht, wer so auf diese Mascara geschwört hat. Irgendeine größere YouTuberin, eine größere Beauty-YouTuberin auch. Und ja, die wurde, glaube ich, auch aus dem Sortiment genommen, aber jetzt habe ich sie halt da. Ich mag Mascaren. Ich habe sehr viele Mascaras. Ja, ich bin da ein kleiner Freak, aber ich mag es halt. Die hat ein ganz witziges Gummibürstchen und erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an meine Lieblingsmascara, an die Nabla Vicious. Mensch, vielleicht kann ich die beiden mal gegeneinander antesten. Wäre ja mal was, ne? Ja, die ist jetzt nämlich auch schon ein bisschen sehr benutzt, aber das ist das von der Nabla Vicious. Und die Nabla Vicious macht dir krasse Wimpern, ne? Wenn man es vorsichtig anwendet, dann läuft das. Das finde ich cool. Trinkt was, Leute. Wasser trinken ist immer sehr wichtig. Gerade bei diesen Temperaturen, ich sag euch das. Nö, nee, aber schön. Jetzt habe ich, siehste, jetzt habe ich einen Run. 4 Produkte habe ich schon mal, die ich behalten möchte. Was ist das? Das ist ein Instant Glow Highlighter Pen. Super Proof, okay. Golden Rush ist die Farbe. Kann man bestimmt schön nehmen, um den Innenwinkel zu highlighten oder sonst irgendwo Highlights zu setzen. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir den jetzt so auf die Wangen geben würde. Ich glaube eher weniger. So sieht der Stift aus, aber ich glaube auch, der wird weiter wandern. Ja, Sammy hat eben auf dem nassen Rasen gelegen, denn jetzt, heute hat es mal ein bisschen geregnet und jetzt riecht es hier immens nach nassem Hund. Und er leckt sich auch gerade sauber. Toll, er stinkt. Sammy, du stinkst. Ja, es tut mir leid, aber es ist so. Okay, hier haben wir einen geilen Ton. Der wird auch bleiben. Der ist schön. Iconails in der Farbe 74 Pink Favors the Brave. Oh mein Gott, das ist ein geiler Ton, weil das ist ein Rotton und der schimmert pink.
Oh, das ist meins. Das finde ich genial. Ich dachte erst so, als ich das aus dem Augenwinkel gesehen habe und der so da gelegen hat, dass es so ein klassischer Rot ist. Aber wenn man sich den genauer anguckt, ist er das nicht. Und das finde ich richtig geil. Hammermäßig, ich stehe auf sowas. So, was haben wir hier? Monolidschatten. Ja, der wird auch weiter wandern. Denn ich verwende keine Monolidschatten. Ich habe ungefähr 180 Lidschattenpaletten. Ja, schöner Ton, aber ja, das ist Art Couleur Eyeshadow in der Farbe 040 Wild Ginger. Der wilde Ingwer. Ja, der wilde Ingwer wird nicht bei mir bleiben, ne? Aber es ist ein schönes Tönchen. Doch. Definitiv. So, wir haben einen richtig cool. Ein Slimetic Ultra Precise Brow Pencil in der Farbe Medium. Den habe ich tatsächlich auch selber da. Den finde ich großartig. Der ist echt klasse. Hat hier hinten das Pulli drin und hier vorne so eine sehr feine Mine zum Rausdrehen. Der geht hammerschnell leer, weil das halt eine sehr feine Mine ist und da nicht ultra viel Produkt drin ist. 1,5 mm sagt er hier nämlich. Und hier sind drin 0,05 Gramm. Wow. Aber cool. Das ist, also, ne, dass sie sich trauen, sowas reinzupacken, finde ich schön. Das ist sehr abwechslungsreich. Hier haben wir jetzt, glaube ich, das erste Lippenprodukt. Und da habe ich von Catrice, das ist eine Catrice-Box, Claudia, Ultimate Matte Lipstick in der Farbe 100 Fairy Berry. Oh, wow. Also fühlt sich richtig schön an. Ich finde diese Haptik gerade enorm toll. Aber ich mag nicht so gerne matte Lippenprodukte. Aber eine geile Farbe. Ei, ei, ei. Aber der wird nicht bleiben. Eine richtig geile Farbe. Oh mein Gott, wenn der jetzt nicht matt wäre, ne, könnte ich schwach werden. Allein diese Verpackung, das fühlt sich super hochwertig an. Aber Ultimate Matt, bei meinem trockenen Hautmilieu ist das nicht zu denken. Ist daran nicht zu denken. So, dann haben wir hier noch einen Monolidschatten drin. Das ist ein schimmernder. Den kann man da auch in Kombi mit verwenden. In der Farbe 240 Stand Out with Rusty. Ja, das ist so ein schönes schimmerndes Rostrot. Sieht auch klasse aus, ne? Aber nee. Also ich überlege tatsächlich, ob ich so eine Art Monolidschatten-Adventskalender oder sowas packe. Wir müssen mal gucken. Die Adventskalenderzeit ist nicht mehr lange hin. Hier haben wir etwas, was ich bei uns tatsächlich auch im Körbchen in der Küche stehen habe, dass wenn wir nach Hause kommen, dass wir das eben verwenden. Das ist Catrice Clean Handspray Wildrose 1002. Also ist natürlich vom Duft her voll meins, denn ich liebe Rosenduft. Muss ich mal gucken. Entweder bleibt es bei mir, wobei ich ja auch schon so gewitzelt habe in anderen Unboxings von Beautyboxen zum Beispiel, dass ich einfach alle diese Clean Handsprays und Handcremes und so, was wir jetzt gerade exzessiv in den Boxen drin haben, einfach aufbewahre. Und wenn wir, also unsere 10, 12 Mädels, die wir so sind, demnächst mal wieder irgendwann feiern gehen, dass jede von mir eine Box bekommt oder ein Täschchen, wo dann sowas drin ist. Einfach ein kleiner Spaß am Rande. Okay. Haha, was ein Spaß. Ich habe hier von Catrice Clean ID die Hydro BB Cream mit 99% natürlichen Inhaltsstoffen. Die ist vegan, nicht pickelverursachend und das ist die Farbe 005 Fair Natural. Oh, ich könnte schwach werden. Das könnte meine Farbe sein. Habe ich das da? Ich muss mal eben nachgucken. Die habe ich tatsächlich schon da. Dann kann ich euch einfach mal meine swatchen, würde ich sagen, ne? Ja, das hier war jetzt genau, die in der Box drin war. Dann kann ich euch zeigen, wie die aussieht. Das ist doch schön. Gebt mir nur so einen kleinen Punkt auf, weil ich muss jetzt ja nicht meine ganze Hand mit BB-Cream ein. BB-Cream. Und die ist sehr, sehr leicht, ne? Sehr, sehr leicht. Halt eher. Also es ist nicht mal ein Tinted Moisturizer, aber es ist cool. Ich glaube, ich hatte die auch in einem Video getestet, dann habe ich euch das auch oben im E-Mail verlinkt. Ja, schön. Also dass sie das, also in der Farbe, finde ich mutig, finde ich gut. Denn Base-Produkte in solchen Boxen finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man weiß ja nie, welchen Ton die Boxenerhalterin oder der Boxenerhalter so hat. Ne? Dann habe ich hier ein Volumizing Lip Balm. Geil, das habe ich auch in einer anderen Farbe schon. Hier habe ich jetzt die Farbe 060 Sinful Lips. Das finde ich auch schön. Dann haben wir quasi einen, ja, leicht gefärbten Lippenpflegestift. Was heißt leicht gefärbt? Wow, nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich habe den in Rosa schon offen und da. Das heißt, der muss erstmal warten, bis er in Anwendung kommt. So, yay! Ganz schön viele, also abwechslungsreiche Produkte. Wir haben ja einen Lip Foundation Pinsel, das habe ich noch nicht. 030 Addicted to Café au Lait.
Eine ganz tolle Farbe. Also die haben ja nicht nur irgendwelche wilden Farben reingepackt. Klar, das Lila hast du mit dabei, aber sowas finde ich sehr, sehr, sehr cool. Das ist ein Plastikstift, den man anspitzen muss, ne? Ich dachte damals immer, man könnte solche Plastikstifte nicht anspitzen. Da habe ich mich getäuscht. Hier haben wir dann einmal diese Farbe. Ein ganz toller Nude-Ton mit so einem Hauch bräunliches Rosenholz mit dabei. Kann man das so sagen? Mag ich auf jeden Fall. Wird behalten. Dann habe ich hier auch noch ein weiteres Lippenprodukt drin. Das wird auch weiter wandern bei Matt. Eine Velvet Matt Lip Cream in der Farbe 080 New York Spice. Das ist perfekt, passt das auch zu dem Lip Liner. Muss ich wirklich sagen. Ist richtig schön. Aber matte Lippen und ich, wir werden einfach keine Freunde. So, dann habe ich hier noch mehr Produkte drin. Und zwar ist es einmal hier der Superwoman to Be Blush, eine Blushbox Water and Sweatproof in der Farbe 030 Golden Coral. Und den dürfte ich so eigentlich noch nicht da haben. Komm, den swatchen wir jetzt auch mal. Ist ein sehr helles Tönchen, also Korall halt, ne? Aber ey, du kriegst ja echt fast ein Fullface mit raus. Ich habe das auch gesehen bei Honey Dies und Das, ne? Die hat das tatsächlich sogar als Schminky auch abgefilmt. Ja, eine schöne Farbe. Cool. Ja, nice. Schön seidig, samtig. Und sie hat ein Schminky dazu gemacht. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass man hier raus weitestgehend ein Fullface bekommt, ne? Würde nur noch irgendwie so ein bisschen Puder fehlen, ein bisschen Concealer. Das kriegt man auch wohl zusammen. Ein letztes Produkt habe ich hier. Und das ist ein Lippi in der Farbe 020 Most Flattering Petal Pink. Wow. Das ist ein Demi-Matt Lipstick. Ein Lippenstift. Okay. Also ein leicht durchscheinend matter Lippenstift. Hört sich spannend an. Oh, wow. Ich habe Angst, dass er mir zu matt ist, Leute. Weil der ist von der Oberfläche her auch so richtig, richtig matt, ne? Das wird mir zu matt sein, der wird nicht bleiben. Aber eine geile Farbe, definitiv auch. Ja, nicht ganz passend zu dem Lip Liner. Nee, dafür ist er ein bisschen zu hell. Schöne Box, also abwechslungsreich. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir zu viele Nagellacke und zu viele Lippis drin haben. Gut, dass ich jetzt den einen Nagellack, Entschuldigung, dass ich crovel, dass ich den einen Nagellack doppelt drin hatte, war ein bisschen blöd. Aber ansonsten sind das brauchbare Produkte. Mal ganz davon abgesehen, dass es vielleicht einfach so Produkte aus dem Ausverkauf sind, die jetzt, ne, wahrscheinlich auch nicht den Originalpreis mehr hätten, wenn man die jetzt zum Beispiel bei Cosmetic for Less oder bei Pink Panda oder so im Sale shoppen würde, ist es schon eine brauchbare Box. Und wenn man jetzt zum Beispiel noch ein Geburtstagsgeschenk für jemanden sucht, die sich anfängt zu schminken und ja, ne, da einfach ein bisschen mehr Kreativität fördern möchte, ist, glaube ich, so eine Box nicht verkehrt, dass man da einfach mal sagt, okay, ich hole die Catrice Surprise Box oder wenn sie da mal kommt, mal wiederkommen von Physicians Formula, von Love, von Wet n Wild, was auch immer. Aber diese Boxen lohnen sich schon. Und ja, falls es sie noch gibt, verlinke ich euch das mal unten in der Infobox. Schau da gerne rein. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!